Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Hogwarts Legacy. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Wir machen noch ein paar kleine Nebenquests, die wir endlich hier alles abschließen können und unsere ZAGs schreiben können. Dafür brauchen wir halt Level 34 und noch ein paar Handbuchseiten. Ich habe noch lange nicht alle. Und in Hogwarts sind halt auch noch einige. Wo wollen wir eigentlich hin? Da wollen wir hin. Ja, ich setze mich da mal hin. Dann umgehen wir vielleicht diese blöde Flugverbotszone. Ja, die habe ich nicht gekriegt. Nehmen wir die mal bei einem anderen Mal mit. Ich würde sagen, dass Irondale seinen Namen nicht gerade verdient. Holen wir uns mal ein paar Erfahrungspunkte hier noch. Hier ist unheimlich viel, mit dem ich rumschmeißen kann. Das ist schön. Was für Magie war das? Was hast du getan? Was denkst du, was das ist? Wo bin ich jetzt hier reingeraten? Einmal hinten lang. Viele Leute hier. Das war meiner. So, haben wir es jetzt? Ich glaube ja. Oh, was haben wir denn hier? Eine Karte. Der Hippogreif. Markiert die Stelle. Der Ort auf der Karte ist nicht weit von hier entfernt. Allerdings haben wir hier auch erstmal viel zu finden. So, ein paar Schätze. Das sind auch noch ein paar, mit denen wir spielen können. Hm. Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Ach, doch. Das ist das, was ich gesucht habe. Also, nicht der. Oh, das ist sogar was Größeres hier, so ein... Ich könnte ja eigentlich nur die Flohflammen hier aktivieren. Aber wir haben ja schon gesehen, dass da welche auf uns gewartet haben. Findung.
Oben auf dem Dach steht auch noch einer. Ach, da ist ja noch einer. Zwei sind da noch, da ist auch noch einer. Er steht wieder auf. Eieieiei. So eine Hochburg quasi von irgendwelchen Bösewichten entdeckt. Ich glaube, wir sind hier noch nicht durch. Die Musik ist noch so dramatisch. Wo sind jetzt die Flugflammen? Da? Nicht. So rum, um die Ecke? Auch nicht. Dann außen. Dann wahrscheinlich irgendwo draußen. Einmal rum. Oder nicht? Aber der Kampf scheint noch nicht ganz vorbei zu sein. Oh nein. Hier sollte ich vielleicht nicht allein aufschlagen. Naja, zu spät. Sind wir schon. Im Prinzip grase ich jetzt auch nur die Karte ab, bis ich Level 34 habe. Aber wir haben das Lager jetzt fertig. Hä? Jetzt. Oh. Oh, welch angenehme Überraschung. Da hinten. Haben wir das doch fast durch, ja. Mit dem Level. Nein, noch nicht ganz. Okay, noch nicht ganz. So, hier müssen wir wieder irgendwelche... so eine, ja, fliegenden Lichter finden. Lumos. Lumos. So, jetzt brauchen wir nur noch das dritte. Revelio. Da unten? Ich? Tatsache, aber wir müssen noch das dritte, die dritten Fliegen finden. Da hinten. Da waren bestimmt die, die ich von hier unten geholt habe, eher für den Block unten gedacht und nicht so, wie ich das jetzt mache, aber egal.
geht so auch. Man muss nur wahrscheinlich die Lichter nochmal zurückholen. Lumos. Sie wollen nur nicht da rein. Ist das dann doch nicht so? Oder ist hier unten noch ein Block, der ganz ist? Da ist noch einer. Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Ja, die sind an sich ja auch nicht schwierig. Und die sind echt überall verstreut hier auf der Karte. So, wir gucken mal weiter. Wir könnten zwar jetzt diesen Schatz suchen, wir können aber auch andere Dinge tun. Hier muss auch irgendwo so eine Prüfung sein. Schon wieder die falsche Taste gedrückt. Zu weit weg. Die Dame sprechen wir auch gleich an, die da gerade ein bisschen rumjammert. Nee. Na, hier sind halt zwei. Wo ist denn dort? Verzeihen Sie, haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Marfia Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie? Ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Mein Mann Grabble meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Wo finde ich die Statue? Es ist nicht weit von Irondale, unten am Ufer bei den alten Ruinen. Nicht zu verfehlen. Wenn es sich ergibt, werfe ich einen Blick drauf. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. Dann gucken wir da mal nach. Der ich Händler hat auch noch eine Statue Aufgabe. Sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Völlig unverfroren. Die Stadt hat auch ihre Vorteile. Ich kann Ihnen gar nicht genug für die Rettung meines lieben Isco danken. Wäre auch schon wieder die nächste Prüfung Merlins. Naja, ich habe die halt alle bedeutet. Nicht mitgemacht. Eine Prüfung Merlins. So gut wie keine.
Da werden jetzt vielleicht manche sagen, ja, aber du musst, denn du hast ein größeres Inventar danach. Muss man nicht. Man kann. Das ist die Statue, die Madame Twiddle erwähnt hat. Und hier sind noch die Vasen. Warum sind hier nur so viele Vasen? Was muss ich denn mit denen machen? Die einfach kaputt machen? Ich sollte versuchen, alle Vasen zu finden. Ich glaube, es sind nicht mehr viele Vasen. Ja, ich meine, alles, was uns hier weiterbringt, ne? Machen wir halt Vasen kaputt. Zwei brauchen wir noch. Ich habe es gleich. Nur noch eine Vase. Mit seiner sauer darüber, dass wir hier die Vasen kaputt gemacht haben. Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Wie? Was? Echt? Das war's? Kampfarena. Ach so, okay. Gut, kann man dann machen, um, Punkte zu holen und wahrscheinlich auch um aufzuleveln, also um den Kampf zu verbessern. Aber eigentlich wollen wir ja erstmal die kleinen Nebenquests machen, ehe wir hier sowas machen. Schwer zu sagen, was mich da drin erwartet. Die kleinen Ballons mal. Ey! Na, aber. Ja, wenn man da einmal so doof an dem Ballon... Doofes Ding. Lass dich platzen. Jetzt aber. Komm. Jetzt. Stopp. Madame Twiddle? Ihr Mann hatte recht. Die Statue war Teil eines Rätsels. Oh, wirklich? Wie aufregend. Ja, ich musste mehrere große Vasen zerstören, was wohl eine Art dunklen Zauber an der Statue aktiviert hat. Gut gemacht. Oh, es fehlt mir, jemanden wie Sie um mich zu haben, mit Wissensdurst und Scharfsinn. Meine Neugierde wurde gestillt. Ich danke Ihnen. Und wer weiß, was mir bei meinem nächsten Ausflug begegnen wird? Oh, mein Mann würde sich sehr freuen, wenn er wüsste, dass er recht hatte. So, ach, super, jetzt haben wir aufgelevelt. Ich gucke mal kurz auf die Karte, was die hier zu diesem Ort sagt. Handbuchseiten haben wir schon. Truhen bräuchten wir noch und Demigeist-Statuen gibt es ja auch. Revelio. Dann schauen wir uns mal in den Häusern um. Keller. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Was ist das für ein Keller? Okay, der Keller hatte jetzt diese Truhe da einfach nur drin. Okay. Thank you.
Dann gehen wir auch mal in dieses Häuschen rein. Alohomora. Truhe, schöne Truhe. Jetzt haben wir erstmal, glaube ich, alle Truhen abgegrast, die es hier gibt in diesem Ort. Aber die Dimmelgeist-Statue, die habe ich noch nicht. Ich weiß noch, wie wir als Kinder Runes. Alohomora. Habe ich hier jetzt ihre Tür aufgeschlossen? Wie viele Türen hat denn dieses Haus? Halt. Das nehmen wir noch mit. Revelio. Wo könnte der Demigeist sein? Die hatte doch hier gesessen, vor diesem Haus. Das war nicht ihr? Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Wir haben das richtige Haus gefunden. Dann warten wir mal, bis es dunkel ist. Du gehörst mir, Demigeist. Eine Truhe gibt's noch. Jetzt kommt sie wieder zurück. Tut gut, Sie zu sehen. Ohne Ihre Hilfe säße ich noch immer im Käfig dieser grässlichen Aschwinderinnen. Ach, ich werde Ihren Mut niemals vergessen. Hallo, Mrs. Rabe. Wie geht es Ihrem Mann? Er ruht sich momentan aus, scheint aber guter Dinge zu sein. Ein Glück, dass ich ihn gefunden habe. Absolut. Wenn ich gewusst hätte, was Sie vorhatten, nun... Sagen wir einfach, ich bin sehr froh, dass Sie wohlauf sind. Mit Rookwoods Verbrechern ist nicht zu spaßen. Versprechen Sie, auf sich aufzupassen. Ihr Mut ist bewundernswert, aber unnötige Risiken einzugehen? Naja. Keine Sorge, Mrs. Rabe. Ich kann auf mich aufpassen. Ja, das glaube ich auch. Vielen Dank nochmal. Für alles. Also war es ganz gut, dass ich in dieses Haus nochmal rein bin. Was war denn das jetzt? Dann reden wir jetzt erstmal mit ihm. Mutter würde sich im Grabe umdrehen. Verzeihung, Sir. Sie wollen den Narren sehen, was? Das ist Paul Rick Haggerty, beraubt von der eigenen Schwester. Na, sie hat fast jeden ausgeraubt. Also, wer ist der Narr? Ich bin nicht sicher, wovon Sie sprechen. Dann wissen Sie wohl als Einzige nicht, dass Catherine mit dem Dieb Victor Rookwood und seiner Bande durchgebrannt ist. Einfach abgehauen. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich mal beklaut. Uns. Aber sie war es eindeutig.
Für den Diebstahl eines Familienerbstücks soll sie nach Azkaban kommen, Schwester oder nicht. Was für ein Familienerbstück wurde Ihnen gestohlen? Eine Halskette. Sie gehörte der ersten der Haggerty-Frauen. Sie ist hunderte von Jahren alt. So viel Geschichte. Sie wird sie verpfänden. Warum sollte Catherine das Dorf ausrauben? Sie hatte es doch schon verlassen. Sehe ich wie ein Verbrecher aus? Woher soll ich das wissen? Sie hat diesen Ort immer verabscheut, hat es gehasst, hier aufzuwachsen. Vielleicht wollte sie uns demütigen. Sind Sie sicher, dass es Catherine war? Es hätte jeder sein können. Dank dieses Rookwood-Lumpen überrennen uns die Kriminellen. Ich wollte glauben, dass es irgendeiner von Ihnen war. Nur nicht Catherine. Aber nur sie konnte wissen, wo das Erbstück versteckt war. Und sie wusste genau, welche Häuser sie ausrauben musste. Ich kann mich nach dem Dieb umschauen. Sie? Unser Eins kann da nichts ausrichten. Das ist eine Aufgabe für Officer Singer oder eine ähnliche Instanz. Außerdem schlägt meine Schwester diese feige Diebin nur nachts zu. Da müssen Sie längst im Bett sein. Was verkaufen Sie hier? Ach, nee, so ein Blödsinn. Na egal, die können ja mal ein paar Sachen verkaufen. Sein? Ein echter Glücksfall, dass Sie heute hier waren. Da kaufen wir einfach alles hier. Passen Sie lieber auf Ihre Sachen auf. Catherine würde einem noch die Augenbrauen aus dem Gesicht klauen. Es ist dunkel. Ich sollte diesen Diebstahl für Mr. Haggerty untersuchen. Ein Haufen Gold. Ich muss hier richtig sein. Der Dieb hat wohl mehr genommen, als er tragen konnte. Dann gucken wir mal, ob er eine Spur hinterlassen hat, der Dieb. Ja, hat er. So kriegen wir auch noch gleich ein bisschen Finderlohn. Revelio. Mehr Gold. Ich muss in der Nähe sein. So, die lernen uns hier aber nicht einfach suchen lassen. Genug. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja gut, wenn wir die anderen schon gemacht haben, dann können wir die hier auch noch machen. Genau, da war noch eine. Die habe ich doch schon gesehen. Damit wäre das erledigt. So, das war's damit für heute. Den kleinen Dieb suchen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.
Tschüssi.